Hallo und herzlich willkommen zurück zu Pokémon Feuerrot und Blattgrün. So, Link. Was spielen wir eigentlich nochmal? Wir sind im Lavandia-Turm angekommen. Da haben wir sogar schon unsere Pokémon gefangen. Jetzt müssen wir nach oben. Hier sieht man auch, welches Pokémon ich gefangen habe. Hast du das dabei? Nee, aber es kam gerade wieder. Achso. Ich kämpfe jetzt gegen diesen Buhu-Indianer da. Ja, Manager Mallory. Heuriegel. Achso, wir waren kurz die Pokémon wieder heilen. Nicht wundern, wenn die auf einmal wieder angehen. Buhuhuhuhui! Buhuhui! Hui Buh. Das huiige Buh. Also, ich habe sie besiegt. Ich wurde erlöst, ja. Dank mir später. Ich hab Fluchtseil gefunden, das sechste. Nice. Ich weiß gar nicht, wie viele Fluchtseile ich mittlerweile habe. Ich bin den falschen Weg gegangen. Ja, hier ist das Pokémon, was ich gefangen habe. Griffel. Die haben wir es nochmal genannt. Ja, Griffel. Weiß ich nicht. Thorsten oder so wahrscheinlich. Ach, wie lange ist es her, seit wir die letzte Aufnahmesession gemacht haben? 3-4 Tage. Und wir haben schon mittlerweile alles vergessen. Oh, ein Milotic. Ja, wir haben ja nicht alles vergessen, aber wie hieß denn dein Zapdos? Ich weiß es auch nicht. Ja, siehst du? Ja, mein Gott, die haben wir halt auch ganz kurz nur gesehen. Bis wir mit denen haben wir auch keine Verbindung. Noch nicht. Haben wir die überhaupt benannt? Ja, natürlich, aber die haben alle benannt. Zwei Stück gerade. Ach, wir haben die benannt. Ich muss in meine scheiß Tabelle auch noch die Spitznamen reinschreiben, oder was? Ach, verdammt, ich habe vergessen, meine Tabelle zu öffnen. Zur Not. Ich hab meine auf zur Not. Ach, als ob du soweit siehst, Alter, mit deinem Adlauge. Ich verfluche dich, buh! Ich verfluche dich. Manager Ach, okay, King. Also da warst du bei der wahrscheinlich. Lass mich hier ruhen. Wir haben Anori. Oh, ich bin so dumm. Na, ich, egal. Wow, ein Raupi. Die haut ja alles raus, ey. Weil wir kommen auch relativ schwache Pokémon gerade. Ich hoffe, das bleibt auch so. Wer? Was? Wo? Ach man, ich kam schon wieder drauf. Naja, mein Galoppa macht schon. Ja, ich mache hier, ich hau ja auch mit oben alles hier durch. Was ist passiert? Ein Geist! Nein! Ah! Boah, ich hab ein Elixier gefunden. Da kann ich ja also nicht mal gebrauchen. Alter. Ich komm schon. Ich mache bei der Tastenbedienung gleich mal die Tasten. Das, was ich auch hätte haben können. Was denn? Lunastein. Oh, wow. Da habe ich lieber einen Griffel. Aufwecker gefunden. Das ist ja nice. Das ist eine Och, tolle Mann, Geschichte. Nicht Lunastein. Sonnfehl. Ist das nicht auch so komisch gesprochen? Ich habe keine Ahnung. Sonnfehl. Wie habe ich das so in Erinnerung? Es kann gerade sein, dass ich ziemlich laut wirke. Ich mach mal hier ein bisschen rein. Ich war sogar schon im roten Bereich mit meiner Stimme. Deine schöne Stimme kann nie laut genug sein. Oh, danke schön. Oh, gegen Manager Esteban. Mensch Esteban, hau mal raus jetzt. Hey, Artax Level 26. Nice. Wohin ist der Geist gegangen? Hier war das Heilfeld, okay. Das ist ein Heilfeld? Nee, hier gibt's doch auf einer Etage ein Heilfeld. Auch die kämpft ja noch nicht mal. Komm her, ich habe diese Stelle mit weißer Magie versiegelt. Du kannst dich hier ausruhen. Pokémon von Rio wurden wieder geheilt. Was machen die ganzen Indianer überhaupt in diesem dummen Turm hier? Oh geil, beste Dings, was es gibt. Schutzband. Kekleon. The Memories. Oh, Artax in der Schutzband. Du musst geschützt werden. Ja, Zombies! Ja, Kratzvogel, dauert wieder ewig. Zombies? Ja. Hat er gerade einen geschrieben. Zombies! Oder vielleicht hat er auch nur gesungen. Zombies! 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 Bin ich tot? War das nicht Avril Lavigne?
Weiß ich. Ist das nicht wo das Gerücht ist, dass die einfach ausgetauscht wurde? Nee, keine Ahnung. Aber war das nicht irgendwie so, dass sie gestorben ist und deswegen ihr Lied ein bisschen makaber wurde, weil die dann halt Corona hat? Oder? Nee, Moment. Keine Ahnung. Ich glaube, Zombie ist von Avril Lavigne, aber ich kann es dir nicht sagen. Ich habe einfach keine Ahnung. Sagen wir so. Ach, du hast einen geschützten Bereich betreten. Die Pokémon von Molin wurden geheilt. Ach, hab ich auch schon. Ja. Geh nur die Treppe hoch. Mir steht ein Indianer im Weg. Gib mir deine Seele. Nein. Deshalb habe ich einen roten Bart, ich habe eh keine Seele. Got no soul, bitch. Pansy. Pansy ist auch ein cooler Name. Warum heiße ich nicht Pansy? Aber es hat ein Sumpex. Hart und cool. Schlob. Das sieht ja richtig ekelhaft aus in der Generation. Warum habe ich denn fucking so ein Flora dabei? Ist ja da falsch gelaufen. Ja, wegen Zerschneider. Ja, ich weiß. Upsa. Bingal. Ja, das waren noch schöne Zeiten. Ja, die Pflanzenattacke hätte, wäre geil, aber ist halt da, mit Level 5 schicke ich da jetzt nicht raus. Kannst, glaube ich, nicht bei der Pflanzenattacke. Oh Gott, Gandhi, bitte sei nicht verwirrt. Komm. Tuxedo-Mask. Och man, Gandhi. Ich hab so viel Vertrauen in dich. Bitte enttäusch mich nicht. Ja, senk halt meine Initiative, kein Problem. Jawohl, Gandhi, jetzt hau ihn um. One-Hit bitte. Oh. Nicht ja. So scheiße langsam gegen so einen Riesensumpex, das ist voll fett, das Vieh. Warum triffst du denn nur zweimal? Ist jetzt geduld, egal, ist gleich tot. Oh, kann ich hier vorbei? Nein, natürlich nicht. Nein. Buh. Natürlich nicht. Schwimmer, männlich, Alex, Knuddeluff. Sind sie öfter im Wolkenbezirk? Ach, was für eine Frage. Natürlich sind sie das nicht. Wo kommen diese ganzen Indianer her? Warum denn Indianer? Die sehen aus wie Indianer, Mann. Der Overworld Sprite sieht aus wie Indianer. Nein, die sehen aus wie japanische Tempel-Schrein-Mädchen. Das Battle Sprite sieht von denen aus, als hätten sie gerade irgendwie einen Geist gesehen oder so. Ja, das soll ja auch der Schwert sein. Warum haben die so große Augen? Weil die besessen sind. Besessen vom... Der ist besessen und hat ein Porygon 2 oder was? Alter, verarsch mich. Er glaubt doch an die Technik. Er ist besessen von der Zukunft. Die Zukunft! Da ist schon wieder so Schlob. Porygon 2 sieht irgendwie auch so aus. Ich kämpfe jetzt gegen Tagossos Mutter. Verschwinden, Eindringlinge! Tagossos Mutter ist... ein Geist. Porygon 2, aber auch guck so. Das Cisco hat den Geist. Oh, das ist ja wirklich ein Klager. My buddy. Ist wirklich ein Klager. Ist ja, wer stationäre Pokémon haben wir doch gelassen. Ja, aber ich wusste gar nicht, dass der Geist als stationäres Pokémon ist. Ich finde es übrigens cool, dass. Eigentlich habe ich meine Challenge ja schon ein paar Mal gewonnen, weil unsere Challenge ist, endet ja dann, wenn wir YouTube besiegt haben. Das habe ich schon so circa 7-8 Mal getan, würde ich sagen. Stacy, Geowatz. Ich muss ja noch im YouTube besiegen. Cool. Ja. Ich hab gewonnen, was du passiert, ist wieder egal. Oh Gott, mach die Schaden. Oh Gott, mach die Schaden. Ich bin sogar Level 26, holy moly, Corinna. Dann traust du. Ich trau dir zu, dass du das schaffst, Corinna. Ich traue dir das zu. Oh Gott, das Knogger könnte mir wirklich Probleme bereiten. Knochenrang trifft immer zweimal, oder? Ich glaube ja. Zumindest trifft mein Knogger immer Knochenrang zweimal. Corinna, das ist aber nicht so cool, was du da machst. Oh Gott, warum machst du wieder mit. Was ist passiert? Wapu King ist tot. Also, Corinna! Nein! Du warst so schlecht! Ich hatte die Hoffnung, du bist irgendwann mal gut. Egal, jetzt kriegst du wenigstens noch ihren Abschlusssieg gegen Geo. Was? Tschüss, Corinna. Oh nein, das war auch richtig dumm von mir. Tja. Das macht Knochenrang. Ich überlebe ungefähr mit der Hälfte. Und ich denke mir, okay, den nächsten Knochenrang kann ich überleben. Aber dann hat der Silberblick eingesetzt und ich hab's nicht registriert. Tja. Und deswegen hat er ein bisschen mehr Damage gemacht und dann ist Wapu King gestorben. Corinna und...
damit tot. Durch Verzweiflung. Also ich würde mal behaupten, es ist jetzt nicht so schlimm, aber trotzdem schade. Nee, es gibt Schlimmeres, das stimmt schon. Rio vs. Trainer? Zurück. Nee, gegen Knogger, ne? Rio vs. Knogger. So. Gegen Geisterknogger. Passt da nicht hin. Wo ist denn die Treppe? Ach, die ist da unten. Schon wieder ein Sommerbonbon. Kann man hier ein Flugzeug einsetzen? Aber ja, sonst hätte man es hier kaum gefunden. Weiß ich nicht. Hier ist ein Perlu. Ich bin eine Perle. Genau das sagt er. Verschwindet, Eindringlinge. Der reguläre Ruf von Perlu ist, hier ist ich der bin Geist. Eine Perle. Knogger. Ja, geil natürlich, dass ich hier mit Omi als erstes reingelatscht bin. Das war voll die gute Idee. Oh, ich hau Wapoking schon mal weg. Boah, ich tipp dich aus, dann sehen die ganze Zeit raus. Rocko King, du hast Knogger ist nur Boden, Boden, oder? Knogger ist Boden, ja. Welches Team nehmen wir dann rein? Warte, solange ich hier in der Box hänge, kann ich ja schon mal alles öffnen. Öffne alles. Lass es raus, Rio. Scheiß Vieh ist auch Level 30, ey. Das sollte ich mal ein bisschen zurückhalten hier. Aber nicht übertreiben. Don't overtreibe. Knogger, don't overtreibe. Pokémon Feuerrot Pärchen. Da ist es ja. Pärchen. So, Knogger ist besiegt. Melvin, du bist ein Schatz. Wir sind hier jetzt eingekehrt. Tschüss! Ich gehe vorher nochmal. Soll ich vorher nochmal ins Pokémon Center gehen? Naja, ja. Naja, muss ja jetzt Wapoking auswechseln. Ja, stimmt. Kann ich auch gleich mal zum Flora wieder zu Hause lassen. War eine schöne Spritztour mit dir, aber. Da brauche ich dich nochmal. So. Wieder Haus. Nein, ich bin in den Trainer reingelaufen. Oh. Meganie. Moment, warum hattest du eigentlich so ein Flora noch im Team und ich in die Kugel schon nicht mehr? Weil du es wahrscheinlich rausgepackt hast und dran gedacht hast, aber ich nicht. Welches Pokémon hätte ich dann nicht benutzen dürfen? Du hättest es benutzen dürfen. Ich habe ja einfach nur verplant, so ein Flora mit. Im Prinzip war es einfach nur ein Nachteil für uns. Naja, okay. Also ich finde, das hat jetzt nicht so viel. Welches Team nehmen wir dann? Also wir hätten, also gute Teams zur Auswahl hätten wir noch. Ja, eigentlich noch voll viel. Wir hätten noch Krankelo Sumpex. Wir hätten noch. Palim Palim Zedra King. Wir hätten noch X-Bots Medbo. Ich fände schon mal nice, wirklich mal Wasser-Pokémon in meinem Team zu machen. Wir hätten noch Zapdos, Zapdos Griffel, was ich mir nicht aufgeschrieben habe, muss ich mir noch reinschreiben. Also ich fände nice, wenn wir Sumpix oder Zedra King nehmen. Das Giftpuder ändert scheiß viel. Können wir machen. Achso, mein Zapdos heißt Obi-Wan. Ich weiß aber nicht mehr warum. Also ich glaube wegen Hello There. Ja, irgendwie so, das muss ja irgendwie ein Scherz sein. War das nicht ein Scherz wegen irgendwie. Ja, mach mal noch einen Volltreffer, du Fickvieh. Mach heilen hier. Ich verzweifle gerade gegen ein Megan, also ich verzweifle dich, ich hab einfach nur keinen Bock zu wechseln, aber. Ja, jetzt bist du doch weitergegangen, oder was? Ich bin nicht weitergegangen, ich bin nur auf dem Rückweg nur meinen Trainer reingekommen. Achso, warum hast du nicht einfach Putzer eingesetzt? Ach, verdammt! Davon hab ich so wenige. Also ich hatte Sonic im Team. Sonic war was? Bakilo. Okay, dann habe ich Sumpex. Das ist nice. Gut, Pokémon nebenbei mir überhand. Warte, ich muss mal gucken. Oh, jetzt kämpfe ich auch noch gegen den Sumpex. Sumpex ist aber scheiße. Kann Krakilo Sumpex lernen? kann Krakilo Surfer lernen? Ich glaube schon. Mann, was soll ich denn jetzt machen hier? Kannst denn? Hund, Aufruhr, Erstauner, Jauler. Naja, geht so.
Hat er schon die Fähigkeit, dass Schallattacken stärker? Nee, okay. Ein Gift, ne? Was Schwachsinn, ey. Warte, ein Schwachsinn. Das ist schon der zweite Suplex mit mir Probleme. Ich hätte einfach diesen scheiß Fluchtseil nicht benutzen sollen. So, totgestampft mit Volltreffer. So sieht's nämlich aus, Melvin. So, ich wäre ready für eine Trinksession. Warte, ich muss erstmal noch hier raus. Dann muss ich auch noch Corinna begraben. Das ist echt traurig. Corinna war lange bei uns. Naja, Wapu King auch. Ja. Dragosso tragen Schädelmasken. Man zahlt für sie eine Menge Geld. Ich sah, wie die Mutter eines jungen Dragossos vergeblich versuchte, dem Team Rocket zu entkommen. Das Team Rocket würde für Geld alles tun. Zum Beispiel so. Dragosso Schädelmasken verkaufen. Pokémon mit. Nimmt man das Pokémon zwingen, sich zu entwickeln? Tschüss, Corinna. Tschüss, Corinna. Gute Nacht. Okay, du schläfst jetzt ewig. Ich weiß jetzt wieder, wie mein Griffel heißt. Wie heißt es? Beinbruch. Ich weiß auch nicht warum. Ich glaube, ich habe Griffelname gegoogelt und da kam irgendwas mit Beinbruch oder so. Ich finde aber Beinbruch ist ein toller Name. So, Level 13, ach du Scheiße, Zoompex. So, welches Team war denn nochmal? Was habe ich denn jetzt hier vergessen, um 13 zu nehmen? Malfoy! Malfoy, dich habe ich vergessen. War denn Malfoy mit Artax? Wow, da hätte ich die Artax die ganze Zeit nicht. Doch, durftest du, aber ich hab's halt vercheckt. Dann hat quasi, ist halt da die Posi von Malfoy eingenommen. Es war ja im Prinzip wirklich nur ein Nachteil für uns. Und kein Vorteil. Ja, ich bin auch bereit für die Trainingssession. Willst du direkt trainieren oder Folge beenden? Ja, Folge beenden. Würde ich sagen. Okay. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Tschüss.